Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Radziwill, ich habe das ja mit Aufmerksamkeit gehört und ich nehme Ihnen das auch ab, was Sie zur Flüchtlingspolitik gemacht haben. Aber wie stehen Sie dann zu dem Flugblatt der sogenannten Halbzeitbilanz Ihres kleineren Koalitionspartners, in dem es heißt, 24. Minute Foulspiel im Senat, SPD-Senatoren bremsen Räumung des besetzten Oranienplatzes aus, 43. Minute, 3:0, der Oranienplatz wird nun doch geräumt, es herrscht wieder Recht und Ordnung. Charakterisiert das die Flüchtlingspolitik dieser Koalition? Ich gehe davon aus, Sie möchten antworten. Bitte, Frau Radziwill. Also ich mag ja Fußball. Zurzeit ist es ja auch richtig angenehm, jeden Abend Fußballspiele zuzusehen. Ich muss sagen, das ist stilistisch ein interessanter Flyer. Aber ich teile definitiv nicht die Inhalte, nicht die gesamten Inhalte, die da drin sind. Und wir können hier schon sagen, das ist auch ein kleines Foulspiel von unserem Koalitionspartner. Das ist nicht meine Auffassung dessen. Aber, jetzt haben wir ein bisschen Spaßfaktor gehabt. Jetzt kommen wir nochmal zum Ernst des Ganzen. Dass dieser Senat insgesamt gemeinsam als gut funktionierendes Räderwerk, das habe ich vorhin sehr bewusst formuliert, hier die Flüchtlingspolitik ordentlich in dem Maße, wie wir es wollen, nämlich mit Augenmaß, Humanität im Blick habend und die Möglichkeiten, die das Gesetz gibt, auch Lücken bzw. die Auslegung so zu formulieren, dass es eben im Interesse auch der Menschen möglich ist, dass sie das im Blick haben, das auch umsetzen. Davon gehe ich aus und das ist eben auch, dass wir mit Augenmaß meinen. Und das ist dann die gesamte Ausrichtung der Flüchtlingspolitik dieses Senats. Und ich bin mir sicher, dass Herr Henkel als Innensenator das auch mit beherzigen wird.